Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die arcturianische Gruppe. Entwicklung ist die Reise jeden Individuums. Empfangen durch Marilyn Raffaeli, übersetzt von Shana. Ihr Lieben, willkommen zu unserer Botschaft. Viele von euch finden sich verwirrt, deprimiert und haben sogar das Gefühl, aufgeben und nach Hause gehen zu wollen. Ja, aufgeben. Aber lasst es ein Aufgeben des Kampfes, des Widerstandes und der Angst vor dreidimensionalen Illusionen sein. Alte, falsche und veraltete Schöpfungen werden durch die Energie des Glaubens an ihre Realität erhalten. Wir sagen nicht, dass wir unseren Kopf in den Sand stecken oder so tun sollen, als wäre alles in Ordnung, während wir schreien, Gott ist alles, in Gegenwart einer Katastrophe, denn das wäre ein Vorwand für einen noch nicht erreichten Bewusstseinszustand. Im Absoluten ist alles perfekt, aber die meisten haben diesen Bewusstseinsgrad noch nicht erreicht. Wir sagen, dass es an der Zeit ist, ernsthaft zu akzeptieren, dass allen äußeren Erscheinungen eine spirituelle Wirklichkeit zugrunde liegt, weil nichts anderes existiert. Man kann aus nichts etwas machen. Alles in der physischen Welt, sowohl das Gute als auch das Schlechte, ist eine mentale Interpretation der ihr zugrunde liegenden spirituellen Wirklichkeit. Der Verstand ist ein Weg des Bewusstseins, der seine Interpretationen aus dem Bewusstseinszustand des Einzelnen oder Kollektivs bezieht. Mit der Entwicklung der Menschheit entwickelt sich automatisch auch die äußere Szene. Jeder ist ein Schöpfer, unabhängig von seiner erreichten Ebene des spirituellen Bewusstseins, denn die Kernaussage eines jeden ist das göttliche Bewusstsein. Gute Menschlichkeit ist nicht realer als schlechte Menschlichkeit. Freut euch also nicht zu sehr über den äußeren Schein, denn beides sind illusorische Konzepte einer größeren Realität. Wisst, dass gute Erscheinungen an sich nichts Gutes haben, sondern eine tiefere Realität darstellen. Sucht die Realität, die sich als das Gute ausdrückt. Der Strauß der Rosen ist nicht gut an sich, sondern steht für Leben, Schönheit, Perfektion, Fürsorge, Liebe. Erscheinungen, die Dualität und Trennung widerspiegeln, haben kein Gesetz, um sie zu unterstützen oder zu erhalten, außer der Energie, die ihnen durch den Glauben zugeführt wird. Es ist an der Zeit, damit aufzuhören, sie mit Energien wie Angst, Widerstand, Bindung, Verleugnung und so weiter zu füttern. Ihr habt euch auf die Lebenszeiten vorbereitet und seid jetzt bereit, alles zu tun, was persönlich oder global getan werden muss, ausgehend von den höheren Bewusstseinsebenen, die ihr erreicht habt. Einige von euch haben neue Ideen für Kunst oder Wissenschaft entdeckt. Die höheren Frequenzen des Lichts, das jetzt zur Erde fließt, ermöglichen es vielen Individuen, wieder auf Wissen und Fähigkeiten zuzugreifen, die sie vor langer Zeit zurückstellen mussten, als die Energie der Erde zu dicht wurde, um sie zu unterstützen. Besonders Heiler beginnen sich an Ideen und Techniken zu erinnern, die Farbe, Klang, Öle, Kristalle und mehr beinhalten, die sie selbst einst in alten Tempeln der Schönheit und Heilung verwendeten. Wir möchten von Erlauben sprechen. Die meisten von euch haben Bücher gelesen und Kanäle gehört, die euch lehren, alles zu lieben, was eine sehr hochresonante Wahrheit ist. Der Versuch, dies zu tun, hat jedoch für viele, die einfach nicht verstehen können, wie man die negativen Erfahrungen liebt, die sie selbst und andere gemacht haben oder derzeitig machen, Verwirrung und Bestürzung ausgelöst.
Das dreidimensionale Kollektiv hat sehr enge Vorstellungen davon, was Liebe ausmacht. Ihr alle wurdet durch viele Leben programmiert, um an die Liebe als eine Emotion zu denken, die eine Person oder Personen, Orte, Dinge und so weiter betrifft. Diese einschränkende Definition der Liebe schwingt immer noch im Bewusstsein, selbst der spirituell am weitesten entwickelten mit, was es unmöglich macht, alles zu lieben, was entsteht, und schafft ein Dilemma für den ernsthaften Schüler der Wahrheit. Ändere den Satz, liebe, was auch immer entsteht, in erlaube, was entsteht. Wenn du erlaubst, was auch immer aus deiner höchsten Ebene des spirituellen Bewusstseins entsteht, liebst du das, was entsteht. Etwas zu sehen, zu verstehen und zu akzeptieren, von einer Ebene, auf der man die Wahrheit kennt, die dem Erscheinen zugrunde liegt, ist Liebe, weil man sich mit der Realität der Einheit ausrichtet. Gott hat und kann sich nie als Schmerz und Leiden oder Mangel und Begrenzung ausdrücken, denn diese Dinge sind nicht im göttlichen Bewusstsein verankert. Der Versuch, etwas strikt aus einem menschlichen Gefühl der Liebe zu lieben, ist sehr einschränkend, weil er die tiefere Realität ignoriert. Unerwünschte Erfahrungen treten in der Regel auf, wenn du bereit bist, auf eine neue und höhere spirituelle Ebene zu wechseln, weil sie einen alten Glauben offenbaren, mit dem du immer noch in Einklang stehst und den du sonst nicht ansprechen würdest. Das Erlauben entfernt die Last des Kampfes, um etwas zu lieben, das man nicht mag. Erlauben bedeutet, alles zu akzeptieren, was sich aus deinem höchsten Grad an geistigem Bewusstsein ergibt. Du wirst feststellen, dass die Probleme, die dich andere oder die Welt plagen, beginnen, eine weniger giftige Rolle in deinem Leben einzunehmen. Viele dieser Erfahrungen sind Facetten des Aufstiegsprozesses, der für die geistige Evolution der Menschheit im Allgemeinen notwendig ist, die sich irgendwann zu fragen beginnen wird, ob es eine bessere Lebensweise gibt. Du wirst weiterhin negative Ereignisse sehen und mit ihnen interagieren, aber wenn du es aus einer höheren Perspektive erlaubst, wirst du dich nicht mit ihnen identifizieren, wie du es tust, wenn du versuchst, im menschlichen Sinne zu lieben, eine negative Person, einen Ort, ein Ereignis oder etwas. Ihr bewegt euch auf neue Ebenen des Seins und lernt, euch in eurem göttlichen Selbst auszuruhen, anstatt den Gedanken, Sorgen und Konzepten der dritten Dimension die Herrschaft zu überlassen. Das ist Vertrauen, kein blindes Vertrauen in eine Person, Kraft oder einen unbekannten Gott am Himmel, sondern ein Vertrauen, das aus einer bewussten Erkenntnis deiner Einheit mit der Quelle entspringt. Ihr könnt nicht wirklich erlauben, bis ihr wirklich vertrauen könnt, und ihr könnt nicht wirklich vertrauen, bis ihr zumindest ein wenig die Wahrheit über das kennt, wem oder was ihr vertraut und akzeptieren könnt. Dass die selbsttragende Gottheit vollständig gegenwärtig ist und durch euch wirken kann, wenn sie als euer Bewusstsein anerkannt und integriert wird. Sich auf weniger zu verlassen, bedeutet Konzepten mit lehmigen Füßen zu vertrauen. Evolution ist die Reise jedes Einzelnen, um die Realität dessen zu erlernen, wer und was er ist. Es ist die Annahme, dass Gott sich in und als jedes Lebewesen ausdrückt, weil es das eine und einzige Leben ist. Es wird mir klar, ich muss nicht mehr weitersuchen, suchen, bitten, betteln und Opfer bringen für das, was immer voll gegenwärtig war. Lasst, ich bin, dass ich bin, dass ich bin, euer Mantra werden, euer Herzenslied und die Antwort auf alles, was ihr in diesen turbulenten Zeiten der Energieverschiebung bezeugt. Sei, was du bist, jetzt. Kein Aufschieben mehr. Es ist Zeit,
und du bist vorbereitet und bereit. Wir sind die Arcturianische Gruppe. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.